tournament in Village. Me vo Vilaku a držíme komu? Slovensku! We are here from Canada visiting beautiful Austria, supporting our under 20 ball hockey team who are playing for the gold. Go Canada, go! Chtěli jsme fandit našim klukům na mistrovství světa do Villachu. Einen internationalen Hauch der Sportwelt verspürte zuletzt Villach. Spieler aus 6 Nationen bestritten die Junioren-Ballhockey-Weltmeisterschaft. Eine kleine Veranstaltung für den Sport. Für die Organisatoren allerdings eine große Herausforderung. Die Herausforderung war sicher in der logistischen Seite, vor allem was die Verpflegung der vielen Mitarbeiter, die wir da haben. Es sind ja fast 70 an der Zahl. Das war eines der großen Probleme. Und das zweite natürlich aus wirtschaftlicher Seite, die privaten Firmen, die privaten Gönner sind einfach nicht mehr so zahlreich wie vor einigen Jahren. Die Wirtschaftskrise hat auch bei uns ihre Spuren hinterlassen und so war es nicht sehr leicht, das Budget, wir sind ja doch immerhin 40.000 Euro für diese Weltmeisterschaft, aufzutreiben. Diesem Aufwand gerecht zu werden, lag jetzt an den Akteuren. Gespickt mit Nachwuchsspielern von KAC und VSV gingen die heimischen Cracks beherzt ans Werk. Schon am ersten Spieltag wurde Deutschland klar mit 5:1 besiegt. Die Österreicher waren sogar Tabellenführer. Gegen die Slowakei und die USA verlor das Nationalteam dann mit einem Tor Unterschied und musste schließlich mit viel Pech ins Spiel um Platz 5. Wir hätten uns natürlich schon gehofft, dass wir vorne mitspielen, dass wir mal eine Medaille spielen können. Aber im Endeffekt haben wir gewusst, dass normalerweise USA, Tschechien, Slowakei und Kanada am Anfang stärker sind. Und im Endeffekt haben wir aber mit allen mitgehalten. Und gerade mit der USA und der Slowakei, diese zwei Spiele mit einem Tor Unterschied, das war schon ein Riesenerfolg. Und es sind auch unsere Leistungsgrenzen geraten, glaube ich. Und dann war eben das Problem, dass wir dann eben bei den letzten zwei Spielen halt Kräfte gelassen haben. Und das war dann das, was ein bisschen gezerrt hat. Und natürlich das letzte Spiel war dann halt noch ein Framknopf. Allgemein für die Zukunft würde ich sagen, dass dieses Turnier gut war, in dem Sinne, dass vielleicht mehrere Spieler in der Liga einsteigen würden. Und dass eben vielleicht noch mehr Vereine einsteigen in die Liga, das wäre ganz wichtig. Und da sieht man an der Leistung, vielleicht ist da ein paar Spieler anspornt, dass wir da mehr Spieler in der Liga haben, dass wir auch als Trainer mehr Auswahl natürlich für das Nationalteam. Das wäre irrsinnig wichtig. Es ist auf jeden Fall so, wir sind in diese WM gestartet mit dem Ziel, einfach einen Schritt nach vorne zu machen. Das erste Mal, dass wir in der U20-WM teilgenommen haben, das heißt, die Erwartungen waren von vornherein nicht sehr hoch gesteckt für uns. Wir haben allerdings gewusst, wenn wir eine Sensation schaffen, ist zumindest das kleine Finale in Griffweite. Wir haben es jetzt im Endeffekt doch leider nicht ganz geschafft. Es ist nicht ausgegangen, 2 knappe Niederlagen, USA 1:2, Slowakei 2:3. Mit ein bisschen Pech dran vorbeigeschrammt, trotzdem glaube ich ein positives Resümee. Die Burschen wissen, sie können im besseren Mittelfeld mitspielen und nach ganz oben hin fehlt nicht allzu viel für die Zukunft. Der Sieg bei diesem Turnier ging an die Mannschaft aus Kanada. Die Nordamerikaner zeigten nicht nur im Finale gegen Tschechien Ballhockey vom Feinsten, sondern gewannen auch alle anderen Spiele dieses Turniers. Die Freude über die gelungene Titelverteidigung war logischerweise riesengroß. Ja, für die Zukunft nehmen wir vor allem das eine mit einmal. Wir haben uns ja da auch mit Verantwortlichen des Eishockeyverbandes, mit 6 Bundesländervertretern getroffen, haben dort einmal einen ersten, ich denke auch durchaus positiven Kontakt herstellen können. Ich denke, das ist die eine Seite. Das zweite ist vor allem, dass wir jetzt im kompletten Schema des internationalen Sportes, also sprich von ganz unten hinauf U16, U18, U20, Herren und Damen vertreten sind. Das heißt, die Perspektiven für die Spieler in unserer Liga sind jetzt wirklich in großer und ausreichender Anzahl vorhanden. Und ich denke mal, das ist einmal ganz was Wichtiges, dass wir da mitnehmen können aus dieser WM.